Hallo Leute, wie ihr vielleicht schon hört, wir spielen immer wieder Autochess und es gibt neue Musik. Es gibt allgemein einen Patch, der wieder so ein paar neue Sachen reingebracht hat. Wo sind die Patch Notes? Hier. Und zwar haben wir den Shining Acher als neuen Fernkämpfer. Ich meine, er wäre vom Federclan, wenn ich es richtig gehört habe. Wenn ein Gegner stirbt, werden die Items des Gegners jetzt aufgeteilt. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 50%. Neue Spezialeffekte für Sieges- und Pechsträhnen. Ziehe 5 Funktion für Gacha. Da gehen wir gleich mal drauf ein, denn Gacha nennt sich das aus dem Schachladen, das Kaufenden. Gegenstandsvorschau hinzugefügt, weiß jetzt nicht genau, wo sie meinen. Ich denke mal im Gacha, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Klassen-Rassen-Synergie werden wir uns gleich angucken, die soll ja farblich hervorgehoben werden. Bonbon und Donut-Coupons auf dem Server hinzugefügt. Neuer Direktkauf-Store hinzugefügt. Da kann man jetzt 2 Sachen direkt kaufen und nach 6 Stunden ändert er sich. Ich weiß nicht, ob er sich. Ich gehe mal davon aus, er ändert sich täglich. Exklusiver Bilderrahmen für Damespieler. So weit sind wir nicht. Und dann halt nochmal ein paar Optimierungen, Bugfixes und. Was auch gut ist, habe ich das hier überlesen? Die Schachfiguren und sowas sollen das auf Englisch sprechen. Den nicht anklicken. Aber egal, wir schauen uns mal eben. Der Checkpass geht leider noch nicht. Hier ist alles normal. Season 2, ja. Ich muss übrigens noch ein bisschen Rangliste spielen. Wir können ja auch gleich eine Runde Rangliste spielen. Aber ich halt nicht weiß, ob sie. So, aber der Schachladen sieht jetzt anders aus, ne? Das kann man hier Gacha sehen. Das hier ist jetzt oberstes Gacha. Wo man mit Donuts sich wahrscheinlich was kaufen kann. Das hier sind die Gold-Dinger, die man bekommen kann. Hier ist jetzt die Vorschau. Ah, schade. Anscheinend ist die Arena raus, die ich hätte haben wollen. Oishan ist neu. Es gibt englische Sprachausgabe. Süße. Okay. Pelz haben sie neu reingebracht. Pfirsichschatz. Ach schade, da kriegt man aber keine Vorschau. Gibt's hier? Rank-Up-Effekte. Oh, da hätte ich gerne ein paar von. Wir haben übrigens sowieso 888. Wir geben sowieso jetzt gleich mal ein paar aus. Also einige neue Gegenstände hier. Denn wir können jetzt auch noch so einen klassischen Gacha. Was das bringt, weiß ich nicht. Wenn du keine Belohnung von mystischen oder höheren Qualitäten erhältst, wird der Fortschrittsbalken akkumuliert. Achso, okay. Okay, das heißt, wenn der voll ist, kriegen wir auf jeden Fall eine mystische oder höhere Belohnung. Gibt es hier die gleichen Sachen? Nee, hier gibt es immer noch die Sachen von vorher. Weil das hier hätte ich gern. Nee, das war es gar nicht. Doch, das war's. Die Arena hätte ich gerne. Die finde ich irgendwie cool. Ne, hier gibt's doch tatsächlich auch andere Sachen. Der hier ist neu, glaube ich. Oh, schade. Da müsste ich ja theoretisch jetzt echt sogar echt Geld ausgeben. Ich spare mir die Donuts aber erstmal so lange, bis ich weiß, wie teuer der neue Chesspass ist. Und Spezialangebot, das was ich gerade sagte, wir könnten jetzt theoretisch für doch 6 Stunden lang eins dieser Sachen kaufen. Das ist dann halt immer einmal das, der Schachspieler. Ernsthaft? Denn dieser verfickte Drache sagt ernsthaft, Winner, Winner, Chicken Dinner? Ja, und dann halt nochmal das Symbol dazu, das gleiche halt hier auch nochmal. Da könnte man sich Wukong holen. Ist relativ teuer, wenn man die Dinger direkt kaufen will, was Bonbons angeht. Wir werden jetzt aber mal im klassischen Dings. Wir werden jetzt mal dreimal so ziehen. Können wir gar nicht. Warum ist das so arschteuer? Warum kostet das denn 880?
Hey, das ist doch Schwachsinn, oder? Oh nein, die Arena wäre drin gewesen und ich riech dieses dumme Ding hier. Haben sie die Bonbons denn zumindest erhöht, die ich bekommen kann? Ach, das ist egal. Die haben den Spaßmodus in den Normalmodus umbenannt. Haben sie sonst noch irgendwas getan? Ich wüsste gerade nichts. Die kann man immer noch kaufen. Jo, ich wüsste gerade nichts. Dann schauen wir doch mal in Ranked rein. Oh, warte, habe ich es richtig gesehen? Man kann jetzt 700 Bonbons die Woche abgreifen, anstatt 70 oder 80, was das vorher war. Ihr müsst ja nur im letzten Part reingucken, dann dürftet ihr es ja sehen. Das haben sie zumindest erhöht. Warum erhöht man denn die Preise? Das macht doch so wenig Sinn. Es macht auch keinen Sinn, den Preis zu erhöhen, wenn ich auch mehr Währung bekomme. Oder war den 88 einfach zu rassistisch? Ja, klar, hat keinen Bock zu laden. Ich werde jetzt demnächst übrigens nochmal ein anderes Autochess antesten. Ich würde es jetzt zeigen, allerdings würde ich dann aus dem Spiel gehen, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier haben jetzt auch neue Musik. Ich mag es, dass die Sprachausgabe jetzt Englisch ist, muss ich zugeben. Endlich mal was verstehen, ist echt geil. So. Einer unter mir, der Großteil aber über mir. Wie sie halt echt die komplette Musik neu gemacht haben. Bullshit, Mann. My order is chaos. My order is chaos. Mana kann um 50% regeneriert werden, während der Schaden behoben wird. Was? Kann es sein, dass die Übersetzung noch schlechter gemacht haben? Google Translation steht ihm halt echt nicht gut, ne? Und wie wird das jetzt bitte schon farblich hervorgerufen? Ich sehe, da ist kein Unterschied, muss ich gerade gestehen. Vielleicht seht ihr ein. Jetzt sehe ich den Unterschied, aber ich verstehe ihn nicht. Aber ich ein zu viel hatte und er wurde rausgenommen. Okay, vergesst diese Aussage. Das ist natürlich blöd jetzt. Aber den sollte ich trotzdem besiegen. Das war God of Wars. Ich will den nur in Aachen sehen. Ich habe leider keine Ahnung, wie teuer er sein wird oder ähnliches. Jetzt habe ich das Level ab, wo ich den mit reinpacken kann. Das ist aber cool, dass sie das jetzt so zeigen. Von wegen, ey, du hast so viel drin auf deiner Hälfte und den werde ich gleich rausschmeißen, wenn du es nicht selbst entscheidest. Und er hat sogar einigermaßen klug entschieden. Ich meine, ich habe ihn reingepackt. Die beiden hier kosten 2, er 1. Also er ist, wenn ich ihn drin haben will, ist er der Schwächste und darum hat er ihn rausgehauen. Schon wieder 2. Lol.
Das könnte aber echt blöd enden, weil er da zwei Stufe 2er hat. Und töte ihn, bevor er so viele beschwört. Danke. Vergessen, Level Up zu machen. One bullet, three targets, no problem. One bullet, three targets, no problem. Ich mag die englischen Sprüche jetzt schon. Eine Kugel. Drei Ziele, kein Problem. Mein Fernkampf echt stärker ist, ey. Die hat jetzt echt zweimal Heal aktiviert. Ja klar, er hat Kriegsgott gehabt. Gold ist auch gerade das Höchste. I'm an Easter egg. You found me. Ja. Exactly. Ja, komm. My order is chaos. My order is still chaos. Okay. Me likes. Das Spiel lässt halt auch gerade wieder relativ viel Paladins. Mit den Kollegen angefangen es zu spielen, bisschen gerankt oder so, und jetzt bin ich da einfach so, wieder so leicht am Süchteln. Das habe ich gegen den Erstplatzierten gekämpft, also derjenige, der mit mir den Erstplatz momentan teilt. Ja, und der ihn auf jeden Fall jetzt haben wird. Ja, ich finde es halt schön, dass er halt auf die gleichen Sachen, grob auf die gleichen Sachen geht wie ich und halt auch schon mehr davon bekommen hat. Canvas? Launch Mark 11 Armor. Bringt mir nicht mal unbedingt was in Reihen zu stellen, also warten wir doch. Noch jemand, der fast nur Level 1 hat. Oh, guck mal, da ist der neue Acher. Okay. Weiß nicht, ob ich den so gut finde. Mal sehen. Oh, Lex brennt, guck mal. Jetzt haben sie das gleiche im Endeffekt reingepackt wie es. I'm an Easter egg. You found me. Ach komm. Wie es Overlord hatte es, glaube ich, ne? Ja, Overlord. Underlord? Underlord heißt es, Dota Underlord. Nicht Overlord. Overlord ist was anderes, ein anderes Spiel. Oh. Der beschwört viel. Aber nicht genug. Oh, die fröhliche Umarmung, ich habe sie getötet. It's a little bunny.
Und Stufe 2 ist sie. Also, was heißt Stufe 2? Also, kostet 2. So. Ja, verprügelt ihn. Gibt ihn, aber richtig. Das hat sogar jemand echt nicht geschafft. Dann wird es noch jemand nicht schaffen. Was kann ich eigentlich aus diesem dummen Schild machen? Habe ich da Horaut überhaupt schon mal was gemacht? Ich brauche Ringe und Tapetigen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Oh, die hat auch einen neuen Sound bekommen, die Phantomkönigin. Ganz schön miesen Sound. Wow, Spiel. Come with me if you want to live. Come with me if you want to live. Komm mit mir, wenn du leben möchtest. Total vertrauenswürdig, wenn das so ein Android sagt, so eine mega Cyberstimme. Also hier so ein Kobold in dem Android oder was auch immer da sein soll. Come with me, want to live. Das ist halt mies, ey. The universe is made up of protons, neutrons, electrons and morons. And morons, ja. Genau daraus besteht das Universe. Launch Mark 11. Have you tried? Shoot to kill. Aim to please. Blades as sharp as a crescent moon. Einfach weil ich noch einen Ritter haben möchte. Der böse Ritter wäre auch eine Überlegung. Okay, gewinne gegen den Erstplatzierten. Ich wollte gerade fragen, warum der so viel Gold um sich fliegen hat. Das war aber einfach nur seine Siegesanimation. Der Erstplatzierte hat schon 50 Gold. Das Spiel werde ich nicht gewinnen. Das Spiel werde ich nicht gewinnen. Die hier werde ich wahrscheinlich verkaufen, die Einheit. Aber ich weiß, was ich jetzt eigentlich schon machen können. Was will ich denn mit dem noch? Asteroiden, ey.
some assembly. In the name some assembly. I cut down trees and foams, and I'm all out of trees. Whisper Seer. Blades as sharp as a crescent moon. Blades as canvas. Always maintain eye contact. Sie soll etwas HP regenerieren. Um etwas Rüstung. Du etwas Magie-Resi noch dazu. We're the best. Und wir müssen einfach wieder sparen. Ja, er wird uns auf Dauer mega abziehen. Er hat halt so einen unglaublichen Goldvorteil. Hat aber anscheinend auch keine Ahnung, was er gerade kaufen soll. Ich würde doch lieber einen Pirat mitnehmen, anstatt zweimal den Schattendämon. Oder einen Berserker. Einfach für den Stun wäre es doch geil. Ich meine, ja. Er hat mir jetzt mit seinen Schattendämon zweimal gut Schaden reingehauen, aber sie halten halt nichts aus. Dadurch hat er jetzt verloren. Also ich meine wirklich, mit den Piraten hätte er mir ordentlich einen mitgeben können, wenn er die jetzt noch gestunt hätte. Aber gut, muss er wissen. Boah, Alter, bitte noch längeren Text. Das ist ja fast so, als pickt man bei LOL Nasus. Da denke ich mir auch jedes Mal, mein Gott, mach einen Punkt. Ich weiß den Spruch jetzt nicht mehr 100%, den kann ich gerade nicht zitieren. Ich weiß nur, dass er unglaublich lang ist. Viel zu lang. Also ich glaube, sie lohnt sich. Das war sehr schön, den Werwolf getötet, bevor er sich verwandeln konnte. Ja, heil dich halt nochmal und töte nochmal mein Dings. In the name of the moon, in the name of the moon, I will punish you. In the name of the moon, I will punish you. Oh, please, do it. Do it again. Happy Hack. Ah, da könnte mies werden. Das dann war wichtig, aber das schaffe ich trotzdem nicht, ne. Ein bisschen Schadensbegrenzung. Wir brauchen halt ein bisschen Gold.
ist halt auch schmies, ey. Deiner scheiß Gott-Kombo. Ja, ich hätte es besser gefunden, wenn du auf einen der anderen geschossen hättest. Aber das wird immerhin. Immer noch nichts für mich, Mann. Das schaffen wir. Warte, vielleicht sogar den Runenhammer und Kiras Axt. Nehmen wir doch mit. Warte, was hat das jetzt gemacht? Attacke erhöht um 15. Erhöht um 15%. AP um 15% erhöht. Aktiv. Magieresistenz erhöht. Um immun gegen Fähigkeiten. Komm, du bist ein Main Damage Healer, du kriegst es. Den werde ich wahrscheinlich wieder nicht schaffen, oder? Ja, guck mal, der hat den Piraten mitgenommen. Ah, guck mal, Fisch, Fertigkeit immun. 20 Sekunden Cooldown auf dem Teil. Wenn das nämlich nochmal eins ist, könnte wäre er auch gegen seine Attacke immun. Ne, kriegt er leider nicht nochmal raus. Ja, das war's. Der Typ ist zu stark für mich. Er ist ja nicht mal stark, er ist einfach nur unglaublich penetrant, ey. Der kann doch gar keine Gott-Kombo haben, der hat doch zwei Druiden draußen. Fällt mir gerade ein. Wieso ist denn sein Gott aktiv? Ach, weil die anderen Federklaren sind, logisch. Die kann er ja zum Beispiel nicht mit rausbringen, dann wäre sein Gott deaktiviert. Also wieso nimmt er sie? Oder will einer der anderen beiden austauschen auf Dauer? Könnte auch sein. Der will auf jeden Fall nicht sterben, so wie es aussieht. Der hat richtig reingekriegt. Der hat sogar noch richtig viel Cash. Ist das echt der neue Ara, der mich jetzt so hart gefickt hat? Archa. Ich würde auch gerne mal so eine Schadenstatistik des Feindes sehen bei mir. Das ist halt wieder so eine Kriegsgott-Kombo. Kombi, ne? Wie die jetzt irgendwie jeder spielt. Ich habe jetzt einen Toten, ey. Und ich bin vom ersten Platz auf den vierten abgerutscht. Ich werde noch weiter abrutschen. Ah, das ist Loose-Serie. Dieser weiße Rauch. Der Lang-Serie. Und das ist die Serie. Wow.
one bullet, three targets. Some assembly required. You dare to look me in the eye. Whisper Seer said, my fate is sealed with snake venom. Goblins love to talk shop. Goblins love to talk shop. Dumped. I'll plunge them into the deep. Have you tried turning it off and on again? Da habe ich, glaube ich, gerade ein Item von dem Toten bekommen. Der macht zum Glück gar nicht so viel Schaden, obwohl er so viele Dreier hat, weil es halt alles schwache Kreaturen sind. Okay, er ist ein bisschen teurer, aber... Ne? Have you tried turning it off and on again? Den will ich drin. Mortal words cannot describe the great old one. Boah, wie langsam haut er denn zu, ey? Okay, sein Ding kommt aber jetzt auch relativ instant anscheinend. Wipper nehmen wir mit. Goblins love to talk shop. Den werde ich auch mitnehmen. Ich brauche Dreier. Ich muss jetzt versuchen, den Dreier zu bekommen. Ich habe jetzt vier Möglichkeiten auf einen Dreier. Den Zwerg werde ich nicht versuchen. Und mein Zahn kommt leider nicht raus. Aber es sieht diesmal zumindest besser aus. Oder diese Heilung, die sie da hinten haben, ne? So, das war's mit meiner Lustserie. My order is chaos. My order is chaos. Die Sirene werde ich nicht schaffen, auf 3 zu bekommen. So. Alter, what the fuck? Die Musik. Alter, wieso ist die Musik so krank bei dem? Curry ist raus und hinterlässt 4 Gegenstände. Mal ganz immer abgesehen davon, dass der allgemein jetzt gerade mega krank war, der Typ. What the fuck, wie schnell er mich einfach weggebumst hat. Er konnte sogar echt noch gewinnen. Wir kriegen zumindest 7 Punkte. Ach, ich kann sogar nur 400.000 XP diese Woche machen. Und selbst ist jetzt hervorgehoben. Ich glaube, das war vorher auch nicht so. Ich hatte einen Wert von 50. 50! Den Bonbons bekommen. Ja, das war der Part mit dem neuen Patch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Bis jetzt gefällt mir der Patch recht gut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.